Die deutsche Meisterschaft der rhythmischen Sportgymnastik lockt auch in diesem Jahr mit spektakulären Darbietungen und einer tollen Show. Die Teilnehmerinnen der Juniorenklassen 13, 14 und 15 sowie der Meisterklasse treten diesmal mit den Handgeräten Reifen, Ball, den Keulen und dem Band an. Das Besondere ist, dass sie eine sehr elegante Sportart ist. Man kann viele Emotionen ausdrücken, man kann Musiken gut verkörpern und sie ist für mich einfach mit einer der schönsten Sportarten, die es gibt. Mit Ehrgeiz geht es Richtung Meistertitel. Spannung liegt richtig in der Luft. Die lange Vorbereitung spitzt sich auf diesen Moment zu. Hier im Horst Korber Sportzentrum feuert das Publikum alle Teilnehmerinnen gehörig an. Jede Darbietung wird gewürdigt und erhält ordentlich Applaus. Ich war sehr aufgeregt am Anfang, aber wenn man oft genug turnt, dann gewöhnt man sich daran. Unabhängig vom Wettkampf sorgt auch die deutsche Nationalmannschaft für super Stimmung. Sie begeistert mit mehreren Gruppenauftritten. Die Stimmung war heute sehr gut. Wir hatten viele, viele Eltern, die fleißig Power gemacht haben und es hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Bei der Siegerehrung der Meisterklasse darf sich vor allem Lea Kalcevic von der TSG 1885 Neu-Isenburg freuen. Mit allen vier Handgeräten hebt sie sich deutlich von ihren Mitstreiterinnen ab und belegt den ersten Platz. Unsere Top-Mädchen, unsere Top-Gymnastinnen in Deutschland waren heute sehr gut in Form. Sie gehen ja jetzt als nächstes zu den Jugend-Europameisterschaften und zu den nächsten Höhepunkten international. Ich glaube, sie sind auf einem sehr guten Weg.